Willkommen zurück, Reisende. Heute befinden wir uns wieder auf der Welt von Spacepunks. Dies ist die Open Beta. Sie ist also noch nicht komplett fertig. Weiter geht's. Wir müssen als erstes die Kistenmission machen. War ganz schön laut. War kein Ton mehr da. Kistenmission, da sind wir letztes Mal gestorben. Aber nicht wussten, dass man nicht auf die lila Fässer schießen sollte. Sie am besten ignorieren oder ausweichen. Weil die kann man bestimmt auch zum Vorteil nutzen. Müssen wir mal sehen. Oh, welche? Mal jetzt erstmal Ton machen. Auch mit F und nicht wieder D. Wir müssen sehr viele Kisten sammeln, also jeder einzelne. Einmal haben wir sogar schon gesehen, können wir einen Magnetkran benutzen. Die Grafik gefällt mir, wie gesagt, immer noch sehr schön. Das Style davon passt richtig gut zu so einem Spiel. Die Serververbindung hat letztes Mal auch etwas gedauert bei dieser Mission. Bei der ersten ging es recht schnell. Wir sind Stufe 2, oh Gott. Ja, 24. Die spielen schon länger. Bananagruß steht einfach rum. Witzig wäre, Karte gab es glaube ich. Nein. Nicht. Nur die kleine Minimap. Ah, den gab es noch nicht. Der ist noch gesperrt. Hinten noch. Auch noch nicht freigeschaltet. Also es gibt noch gut einige Sachen, die wir freischalten können. Oh. Hier kann man nach unten schauen. Also wird durch ein Kraftfeld scheinbar zusammengehalten. Hier ab und zu. Ah, es geht los. Ja, fast runtergefallen. Ich hoffe, die Störgeräusche sind diesmal weg. Ich muss das Mikrofon etwas einstellen. Krass. Bin zu zweit. Aber neu. Activated a homing signal to assist you. Look for access point 03. Oh, creepy. Might as well wreck him. Oh, a barricade. Cute. I demand more. Ooh, wir haben eine neue Waffe. Das aussah. This whole planet looks abandoned, man. It's the crack. Right. The what now? It's the whole reason we're here, Duke. Duh. I will explain more when you have returned to Devil's Gambit. Provided you survive. Keep your distance. Access point 01. It's a start. What's all this mixed up again? Stupid. It stores amazing amounts of energy. Automated warfare. I have no respect for that. It all depends on the hands that are using it. Shiny. Zweit ist das auch witzig. Frag mich, mit wie vielen Spielern das möglich ist. Hup.
there's more. Reincarnated as a toaster, see? I can take it. You are doing better than I anticipated. Of course they are. Have you met, see? Vielleicht ein bisschen aufregender zum zweiten. Oh, da kann man. Freund. Nice directions, Bothead. We're not going this way. Unless we make a bridge. Oh, if you could get one of those cranes working. Ah, man, if only I had studied crane driving in pilot school. Das war mal ein kleiner Fehler. Denn jetzt nicht. Ah, daneben. Here we go. Ooh, good thing they left the keys in it. Den sind wir ja schon einmal gefahren, da wissen wir ja. Dass man so genau die Brücke gar nicht platzieren muss. I'm falling. Just kidding. I'm not. Robots over there. Should we shoot them? They're too far away, fool. No life form has set foot here in ages. I like it here. What? Dude, you could learn a lesson from this place. Rock and stone. Let's smash it! Access point 02. You are two-thirds of the way through. Man muss natürlich auch immer in die Richtung gucken, in die man laufen will. It's amazing. All this was still working after the crash. And then, just abandoned for years. Agreed. It is a true testament to human ingenuity, human will, and the insatiable drive. Should we get going? Mal wieder das Gebäude zerstört. Oh, hier sind wieder die lila Fässer. Los, ignorieren. Los, das Feld verlangsamt sogar. Gott. Ah, man kann einem helfen, das ist ja cool. Wow! Two crates mean double the loot. Score! Ein Second Skin. Oh Gott, trying to replicate the natural conditions on Stolpan, except more intensified. Well, lightning makes the beam. That makes sense. To the junkyard! Run! Woo! I'm liking that! Annihilated! Man muss echt aufpassen, dass man nicht so einen Pass trifft. It is truly the most valuable allotrope of stoponite. So. I gotta tell you, Bob, sometimes your smart engineer side kinda creeps me out. Wenn einer stirbt, dann war die ganze Mission hin. Cool.
Not unless we remove this girder. Do I really need to suggest a solution every time there's an obstacle? Hey. We need a battery. This is a Tangoon facility. There's bound to be a battery dispenser somewhere. Insatz ist. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Durchgeglitscht. Come on, you can do it. Why do you call it baby? That's weird. It's a battery dispenser, Duke. Look, I just like powering stuff up, all right? This'll do. Ah, den Kran müssen wir diesmal erst auffüllen. Das ist ja cool. Processor. What's it processing? With your help, I may find out. Also, gut lang sind die Missionen auch. Man muss immer was anderes machen, auf was anderes achten. Mit den ersten konnten wir einfach so fahren. Und jetzt mussten wir zum Beispiel eine Batterie. Overheat the system. There is a cooldown mechanism. However, it is operated manually, so you will have to take care of it on your own. No system will freeze on our watch. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. And get the file. And get pizza when we get home. Komm, bestimmt. Also man muss auch in der Nähe stehen. Ja. AI 42 seems to want this data core like real bad. Which means it's worth something. Wir müssen die irgendwie kühlen. We could if we never wanted to come back to Devil's Gambit. Ah, okay. F wieder gedrückt halten. Hier ist noch irgendwo eine A, da. Jetzt haben wir die Daten. So. Gott, gleich gehe ich drauf. Is this the part where we get to flee with our priceless contraband? Looks like it. Sweet. Powered up, KI. We're coming home. Hier lang. Mal wieder zurück den ganzen Weg. Ah, hier. Wieder zurück teleportieren. Okay, war sehr spannend. Wir sind in Level 3. Und wir haben eine neue Waffe. Müssen wir gleich mal gucken, wie die ist. So, die Waffe war gut, glaube ich. Nicht gut. Ja. Okay. Gucken wir halt hier. So,
die haben wir. Also nur in einer Sache ist Minus, sonst überall besser. Dann werden wir die wohl ausrüsten. 15, 13. Die haben wir auch noch. Goldbett. HP-Bonus. HP-Bonus minus 23. Regenerationsspeed. Und durch Medikit. Also sollten wir mal lieber. Generation ist schon gut. Wenn das ja mal testen. Wenn wir unsere Mission abgeben. Eben eine Kiste. Ah, direkt eine andere Waffe. Okay. Mal direkt wieder gucken gehen, oder? Ja, alles minus. Okay. Ja, behalten wir erstmal die, die wir jetzt haben. Was ist? Ah, das war das andere. Hier haben wir eine Mission. Einfach. Wieder auf dem Planeten. Aber erstmal gucken wir jetzt bei dem Laden, der ist ja neu freigeschaltet, in Skills. Wir haben hier was neu. Ah, für den Talentbaum. Haben wir eins. Also die Maximalgesundheit um 5. Ja, oder den kritischen Multi. Oder ein bisschen geschwindig. Ja, wir machen erstmal den hier. So. Und jetzt die Mission. Uns mal anschauen. Ah, wir haben hier auch. Nächste wird bei 300. Ah ja, hier. Trophäen geht ja noch nicht. Mal schauen. Mal gucken. Also wenn wir... Mission haben wir ja eh von hier, dann können wir uns auch direkt hier hinstellen. Aber ich weiß gar nicht, ob der... Mal dahin... Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Dahin teleportiert. Wo wir als letztes waren. Oder immer in die Startposition für die Auswahl der Planeten. Oh, cool, 3. Oh, eine ist sogar Level 5 schon. Nochmal. That's the mining facility. It has no power, so we can't get in. Better consult the technician. Lauf ja hin. Step up. Fabulous. Ah, dauert echt ein bisschen. Go after someone else. Oh. Gut, die braucht ein bisschen zum Starten die Waffe, aber ansonsten ist die schon nicht schlecht. Was war das denn?
Also ich glaube, je nach Zeit. Oh, die hat ja auch eine coole Waffe. Aus wie eine Energiewaffe. Diese Animation mit Bam, echt witzig. Ihre Waffe ist echt nicht normal. Also ihre Waffe ist richtig stark. Macht richtig Schaden. Wieder sehr viele unterschiedliche Waffen. Also man kann die besser wirklich zu seinem Vorteil nutzen. Sehr spannend. He says he will give us the power station key. He just needs to look for it. Oh boy, come on, they're coming. Aber knapp. Da bestimmt ja außen rum, oder? Oder auch nicht. Ah, da. Okay, jetzt können wir hier lang. Ah, die müssen wir wieder bewachen, wie es scheint. Oder warten, bis sie zerstört sind. Mal sehen. Nicht, dass sie gleich explodieren und uns töten. Ja, eher nicht so. Aber wir müssen dann gleich wohl doch noch auf Geschwindigkeit etwas gehen. Ihre Waffe ist richtig gut. Eine Minimap ist etwas herausfordernder. Aber zum Glück gibt es die Taste mit Laufen. All right.
wichtige Mine hier. Ja, oder Berg. Ja, ist ja kein richtiges Bergwerk. Die Waffe dauert halt, wie gesagt, ein bisschen, um auf Spuren zu kommen, aber... die Planetenbelüftung einschalten. Ja, der ist aber gut stark. Einfach mal schießen, durchlaufen. Ein paar Kristalle zerstören. Das sieht auch cool aus. Also mehrere Ventilatoren aktivieren. Das Belüftungssystem. So, wo sind die nächsten? Oh, sie hat Doppelschwerter. Jetzt müssen wir da oben wieder. Ah, fehlt einer. Ah, schön hier noch den Sandsturm. Let's go restart the mining facility. So, jetzt geht's aber ab. Also da braucht man wirklich mehrere Spieler. Kommt immer auf die Mission an, aber... aufpassen, dass wir hier nirgends runterfallen. Immer zu den Gegnern. Ja, große Karte für nur eine Mission. Das war voll schnell. Ja. Oh. Oh Gott. Oh, Alter. I demand more. Don't stop touch it. Me. Go to sleep. Rude. Pathetic.
Der war gut stark. All is working. Now, let's go home. Ah, wir sind fertig. Und nur noch entkommen. Scheinbar. Da. Und zum Entkommen immer F gedrückt halt. Wenn man unterbrochen wird, muss man wieder neu anfangen. Ein schönes Spiel, muss ich sagen. Missionen abwechslungsreich. Ah, wir haben sogar ein Level aufgestiegen. Und, wir haben die Doppelmesser bekommen. Müssen wir gleich mal uns angucken. Hey, wieso? Fuck, wir haben beschissen. Ja, haben wir gewonnen? Oh. Das war jetzt auch verwirrend aus. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Weil alle drei haben ja den Teleport bekommen. Ah, oder ist vorher eine gestorben? Eigentlich nicht, oder? Ja, nee, wir haben. Geschafft. Dafür macht uns extrem langsam. Uh, 17er Doppelmesser. Haben aber nur mehr Reichweite. Ja, dann. Jetzt zwar weniger Reichweite, aber viel mehr Schaden. Aber halten wir die erstmal. Die macht uns ganz schön langsam. Müssen wir mal schauen, dass wir uns baldmöglichst schneller machen. Boah. Wir haben einen neuen Skill. Macht denn der so? Das ist das mit diesen Stacheln. Selbstbewegende Arme. Spider-Man. Cool. Wir können es erstmal schneller machen. Noch ein bisschen, aber immerhin. So. Gehen wir nochmal die Mission ab. Noch sehr viel, was man freischalten kann. Mal gucken, was in der Kiste ist. Okay, jetzt gibt's zwei. Au. Pain. Wir können uns auch Equipment herstellen. Aber nehmen wir das mal weiter an. Bin ich bei Mission. Das dauert dann bestimmt länger. Mal wieder. Ja, was haben wir? Ach, hier geht's. 800 AP? Das ist ja gut. Medikits ein bisschen weniger, aber der AP-Bonus, der steigt extrem. Und die Regeneration auch. Dann wechseln wir mal zu D. So, dann. Ein neues Symbol. Man da jetzt. Ja, erstmal Tab gucken. Haben wir eins schon mal? Oh, ist direkt die Kiste. Das, ja, das haben wir bald freigeschaltet, das mit den Trophäen. So. Ah, das sind die nächsten Missionen, die wir machen müssen. Hier können wir mal nicht. Ach doch. Irgendein Text. Naja, Crafting heißt halt zusammen basteln. Mal sehen. Alles gesperrt. Ergibt voll Sinn. Wollen wir eigentlich haben? Weder. Boah, das Ding sieht ja geil aus. Unlock Punch Card. Äh,
Es ist alles Feuer. 180. Ja, logisch, dass halt gute Sachen auch teuer sind. Was denn? Oh. Damage. Also, Handschuhe. Wildball. Buscher. Also eins von denen haben wir sogar noch nicht. In Materialien. Gar nicht. Ergänzgläschen. Wir haben nur zwei Münzen und Pyramidenkristalle. Yeah! Punch Card can be unlocked. Was ist das? Prefer not to be hit. Gut, Mentor an. Champion. Oh, Champion-Mission, okay. Weißen wir ja noch gar nicht. Aber wir sammeln erstmal. Welcher Waffe ist der jetzt? Dass die Leute im Hintergrund rumrennen, ist häufig die Geräusche. Wöffler. Ja, der ist. Nicht sonderlich besser. Will ich, aber ja, sammeln wir lieber erstmal, um uns eine bessere zu holen. Wir haben jetzt auch nur alle 16er. Warten wir mal lieber. So. Ich würde sagen, beiden neuen Missionen. Die wir hier machen müssen. Puh. Machen wir in der nächsten Folge. Wir haben ja schon wieder einige Sachen freigeschaltet. Wir werden Sachen sammeln, um bessere Ausrüstung herzustellen als die jetzige. Ist zwar eine Aufgabe, aber lieber nach den Missionen erst, dann haben wir noch ein paar Materialien dafür. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge vom Planeten Facepunks. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Cool.